So, meine Damen und Herren, willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht's wieder weiter mit einem Serientest. Natürlich, wir bringen die Abwechslung, aber es gibt zu viele gute Produkte auf dem Markt, die einfach getestet werden müssen von mir. Und ja, heute kommen wir zu einem weiteren, nämlich Modern Family. Eine US-amerikanische Mockumentary, also so eine Art Sitcom, aber jetzt nicht direkt eine klassische Sitcom, weil ihr werdet jetzt merken, wenn ihr es anschaut, was ich damit genau meine. Und ja, kommen wir erstmal zur Handlung, um den ganzen so einen kleinen Einlauf zu geben. So, in der Serie Modern Family, die es von euch kennt, werden es denke ich auch schon lieben. Es hat so ein bisschen eigenen Humor, aber trotzdem auch sehr, ja, für jedermann irgendwo. Ja, es geht um drei Familien, also drei verwandte Familien. Ja, die sind auch wirklich alle irgendwo miteinander verwandt. Und ja, die machen einfach die Höhen und Tiefen des Lebens mit. Und ja, ist eine Sitcom, ist ganz klassisch, es hat kein direktes Ziel oder so, die Serie. Die erste bis zehnte Staffel. So, also, let's go. Genau, wir kommen zu den Hauptdarstellern. Wir haben einmal Ed O'Neill. Der spielt Jay Pritchard, ist ein alter Hund, kennt man auch von anderen vielen Serien von früher, vor allem auch, ich glaube auch aus ein paar Sitcoms. Und Ed O'Neill, ja, ist irgendwo eine Legende meiner Meinung nach schon fast, spielt eben Jay Pritchard, werden von euch alle kennen. Dann haben wir Sofia Vergara, die kennen manche von euch vielleicht zurzeit von, die macht mit Heidi Klum, gerade zurzeit die America's Got Talent Show, wenn mich nicht alles täuscht. Und ist auch ganz gut mit Heidi Klum befreundet. Und ja, falls ihr Heidi Klum auf den Social Media folgt, dann seht ihr auch ab und zu die Sofia Vergara gerade. Habe ich jetzt nur, wollte ich nur sagen, weil sie eben da jetzt mitspielt bei Modern Family. Und ich glaube auch die größte Gage kriegt von allen Schauspielern von Modern Family. So, die spielt Gloria Delgado Pritchard. Das ist die Frau von Jay Pritchard, also von Ed O'Neill. Spielt es auch super. Ja, sehr eben so diese lateinamerikanische Braut, die nach Amerika kommt und da dann alles rockt, aber noch die Familie in Spanien hat und so, ist richtig cool gemacht. Dann haben wir Julie Brown, spielt Claire Dunphy, das ist die Frau von Phil Dunphy. Also einmal ist eine Familie Jay Pritchard und die Gloria plus die Kinder. Dann ist eine Familie Phil Dunphy, Claire Dunphy plus die Kinder. Und dann ist eine Familie von den letzten zwei, das Namen ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Und die haben auch ein Kind adoptiert und die sind eben homosexuell, also ja, wollte ich nur erwähnen. So, das sind so die drei Familien. Dann haben wir eben Claire Dunphy gespielt von Julie Bowen. Claire auch, coole Schauspielerin, das ist so die überarbeitete Mutter, sage ich mal, die sie aber trotzdem probiert, immer alles hinzukriegen. Cooler Charakter auch. Und dann haben wir einmal Phil Dunphy, oh, super sympathisch, super bodenständig, super einfach, ist ein Immobilienmakler, aber halt sympathischer kann es, glaube ich, gar nicht gehen. Also richtig cooler Kerl, richtig cooler Charakter. Und ja, Phil Dunphy gespielt von Ty Burrell. Ty Burrell, keine Ahnung, irgendwie so. Die Idee in der Serie hatte Christopher Lloyd und Steven Levitan. Muss ich sagen, sagt mir jetzt beide nichts direkt, aber ich glaube Christopher Lloyd oder einer von den beiden, die haben schon, kennen sich schon mit Sitcoms aus, weil es ist eine sehr gute Sitcom und ja. Also wirklich super Sache. Wir testen auch die 11. Staffel gleich mit, weil die ist auch schon draußen. Habe ich jetzt vergessen am Anfang zu erwähnen. So, wir haben das Produktionsland, haben wir die United States of America. Ist so eine richtig schöne, klassische amerikanische Serie, wo den amerikanischen Traum eben so ein bisschen zeigt und Ding. Richtig cool. Länge ist ca. 22 Minuten, Sitcom typisch, mit insgesamt bisher 250 Episoden in 11 Staffeln. Ich will hier ehrlich zugehen, ich habe 10 Staffeln bisher gesehen, die 11. ziehe ich mir direkt ein, aber verrückt, wirklich verrückt. Also 11 Staffeln, ja, ich habe wie gesagt alle gesehen, außer jetzt die 11. Staffel, aber bis die 12. getestet wird, kann ich euch versprechen, habe ich die 11. schon komplett angeschaut. Und ja, was soll ich sagen, coole Serie, sehr viele Folgen auf jeden Fall, es kommt ja schon richtig an Big Bang Theory und so an. Ja, als Genre haben wir einmal die Sitcom eben und eine Mockumentary. Mockumentary ist eben dieses, eine Sitcom nur, dass sie so auch an verschiedenen Orten immer spielt und so. Also klar ist bei anderen auch, aber so richtig, ja, eine Documentary-Sitcom. So, weil eine Mockumentary heißt, wenn auch ab und zu die Darsteller selbst in die Kamera reden, so wie ich jetzt hier zu euch, und zum Beispiel was selber sagen über ihre Charaktere und das ist aber auch geschauspielert und das ist eben dann eine Mockumentary. Einfach müsst ihr mal reinschauen, damit ihr es selber besser versteht. So, als Produktionsunternehmen haben wir 20th Century Fox Studios Television. Geil,
Geil. Hat Disney mittlerweile aufgekauft, aber Top-Produzent, einer der besten der Welt. Was soll man da sagen? Ist nur klar, dass sie eine gute Serie machen. Erste Ausstrahlung haben wir am 23. September 2009 auf ABC, die erste Folge in Modern Family der ersten Staffel. Und am 2. April 2012 auf RTL Nitro, die es noch kennen. Gibt, glaube ich, immer noch. Ja, da kam dann die erste Folge von Modern Family in Deutschland. Auch cooler Fakt, weil ich vorhin gesagt habe, dass es noch weitere Staffeln geben wird, wird es nicht geben. Die 11. Staffel ist offiziell bestätigt, die finale Staffel. Falls sich da noch was ändert und falls eine 12. Staffel kommt, werden wir die natürlich testen. Aber erstmal ist die 11. Staffel die finale Staffel, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Und wir haben, werde ich jetzt gar nicht alle aufzählen, aber 2009, 2010, 11, 13, 14, etliche Emmys, etliche Golden Globes, also verrückt, sehr, dass die Serie Preise abgeräumt hat. Ich muss sagen, mir gefallen von der Sitcom-Art her an sich, so Sitcoms wie How I Met Your Mother, Big Bang Theory, mir persönlich leicht besser. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Serie vor allem für noch ein bisschen ältere auch, erstens. Und zweitens auch also als Familienserie oder so ganz schön anzuschauen ist. Weil es ist halt einfach, ja, sehr menschlich, sehr familiär, so irgendwie alles. Und ist ja auch schön, mega gut. Deshalb kriegt die Serie auch eine 2 von mir. Es ist eine Empfehlung, schaut gerne rein an alle, die Comedies, Sitcoms, sonst was mögen. Habe überlegt, 2 plus lange Zeit, aber es ist ja meine Bewertung. Es ist trotzdem eine Empfehlung und bei einer Empfehlung heißt es, okay, es ist für mich eine coole Serie. So. Ja, so haben wir es. Also 2 als Endbewertung. Ich wünsche euch was. Immer schön happy bleiben, immer schön erfolgreich bleiben, immer schön weitermachen und wir sehen uns beim nächsten Test. Vielleicht dann schon mit neuem Background. Das werden wir dann sehen. Ich wünsche euch was, Leute. Wir sehen uns. Ciao, ciao.